Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von meinem ETS 2, ihr Spiel hier. Ich bin wieder im LKW unterwegs und ich habe immer wieder meine bezaubernde Beifahrerin im Cockpit da oben mit bei, die aber heute eine sehr männliche Stimme hat, denn ich bin heute nicht allein unterwegs. Es ist mit dabei der Star Wars Warrior 33, Verlinkung des Kanals in der Videobeschreibung, AK Nils. Jetzt kann er auch mal Hallo sagen. Hallo, ich bin Nils. Genau. Früher hatte er noch so etwas österreichischen Akzent und war etwas kleiner. Ist gestorben, kam aber wieder und jetzt ist er bei mir im LKW. So. Also jetzt fühle ich mich aber als Schwabe beleidigt. Das muss ich mal ganz klar sagen. Did you assume my speech? Gibt's einen Länderkrieg zwischen Schwabe und Österreichern, ja? Ja, natürlich. Zwischen Schwaben und Schluchtenkackern gibt's immer einen Krieg, das weißt du doch. Nö, das wusste ich nicht. Gut. Ja, nein, Spaß. Ja, wir werden natürlich heute wieder ein bisschen rumblödeln, aber ich möchte trotzdem nochmal zum Thema MGTOW was erzählen. Der Thema ist für mich letztendlich doch noch nicht durch. Es wird also davon, denk mal, von aussehen, dass wir hier heute auch wieder ein bisschen ernster sind. Der eh oder andere dumme Spruch wird natürlich kommen, das ist klar. Ich kenne mich und Nils ja schon lange genug, um zu wissen, dass wir hier manchmal Blödsinn labern. Oh ja. Es geht um Folgendes, und zwar möchte ich mich hier nochmal nachträglich nochmal bei den YouTubern bedanken, die mich hier mit ihren Videos inspiriert haben. Auch wenn sie es hier nicht sehen werden, das ist mir egal. Das war in erster Linie Nicolo. Da werde ich nochmal seinen Kanal in eine YouTube-Beschreibung verlinken. Und der von Maximilian Pütz. Die beiden Thematiken, die ich heute ansprechen möchte, sind unter anderem: also, der erste ist hier Mann und Frau, natürlich beste Freunde. Warum ich persönlich das nicht mehr akzeptiere, zumindest in meinem Fall, warum ich dadurch beleidigt fühle. Und warum ich das generell irgendwie ein bisschen falsch sehe, dass sich Frauen beste Freunde suchen, die männlich sind. Und die andere Thematik ist mal meine Meinung zum gynozentrischen Denken. Denn vor einiger Zeit, das habe ich ja von auch schon erzählt, jetzt habe ich ja auf Facebook so ein bisschen, naja, rumgetrollt bei dem Video, um mal die Leute ihr gynozentrisches Denken ja auf Facebook mal so ein bisschen fortzuführen. Mag jetzt erstmal ein bisschen kompliziert klingen, aber wenn ihr gleich hört, worum es geht, ist das Ganze natürlich doch recht nachvollziehbar. Und ich bin mir absolut sicher, dass einige Leute mich dafür definitiv hassen werden, was mir aber relativ scheißegal ist. Wir werden heute lernen, dass Frauen nicht aus Zucker sind und, wie ich schon im anderen Video sagte, am See, dass Frauen nicht die heilige Muschi sind, für die sie sich halten. Also darauf falle ich nicht mehr rein. Und ich habe heute, wie gesagt, Nils als Gast mit dabei, weil ich meiner Meinung war, warum er auch mit jemandem darüber reden, ne, auch mal ein paar andere Worte hören, um vielleicht nicht doch noch eine andere Sichtweise zu kriegen, aber so wie ich uns beide kenne, werden wir sowieso beide der gleichen Meinung sein, oder? Es ist im häufigsten Fall eigentlich so, dass man sich einfach hier denkt, dass zum Beispiel ich oder du dann hockst und dann denkt man sich, ja, so denke ich es doch. Aber wer weiß, ja, wer weiß. So, dann würde ich erstmal sagen, wir nehmen hier unseren Sub-Zero-LKW und fahren weiter. Wir schauen erstmal gleich hier, bevor das Gespräch startet, schauen wir uns jetzt hier erstmal unsere Fracht an, die wir hier fahren. Wir haben Kerosin, 18 Tonnen geladen und fahren den nach Köln von Casablanca aus. Ach, alter Drogenschmuggler, von wegen Kerosin. Schau mir in die Augen, Kleines. Ich weiß doch genau, was du machst. In der Fahrerkabine hockt er und macht einen auf Scarface, zack, Gesicht in das Kokain und gut ist. Ja, natürlich, ja, sicherlich. Wir müssen mal die Fahrt verkürzen, nicht wahr? So, wir stehen jetzt hier irgendwo, warte mal, wir gucken kurz auf der Map. Wir schauen mal hier kurz auf die Karte, wo wir gerade stehen. Wir sind nämlich hier am Gibraltar stehen wir gerade. Ich habe im letzten Video, glaube ich, habe ich mich schon ein bisschen verfahren und musste hier mich wieder hin teleportieren, um das irgendwie hinzukriegen. Habe erst eine halbe Stunde später kapiert, wie ich das richtig machen muss, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Und wundere mich, warum ich hier den LKW nicht bewegen konnte. Aber ich habe es dann irgendwann dann doch wieder rausgekriegt. Ja, wie man sieht, wir haben jetzt noch einen relativ weiten Weg vor uns. Ne? Du kannst jetzt gerade nicht sehen, weil mit Bildschirmübertragung würde das jetzt überdrucken wie Sau. Aber während ich hier gerade die Karte bewege, sehen wir hier nichts weiter als eine riesig große, lange rote Linie, die hier von unten nach oben geht. Wir werden also hier mit dieser Fahrt noch eine Weile unterwegs sein. Ich weiß nicht, wie lange das Video heute geht. Ich werde jetzt erstmal so machen, dass ich jetzt das letzte Thema komplett durchkauen möchte. Und wenn ich dazu nicht mehr zusammen habe, ist dann das Video vorbei. Ich glaube nicht, dass wir bis dahin in Köln ankommen, weil dafür haben wir noch über 2000 Kilometer vor uns. Ja, also von daher vermute ich mal, ich sage mal so 1500 Kilometer bis zum Ziel am Ende des Videos werden wir vielleicht noch haben. Minimum ist jetzt mein Rätsel. Wir haben ja, schauen einfach. Jo. Wir haben jetzt hier auf dem Tacho 2271 Kilometer. Ja, und wenn wir angekommen sind, würde ich sagen, bei 1500 eventuell, bei dem Gesprächsstoff heute, werden wir vielleicht ankommen. Vielleicht ist es tatsächlich noch ein bisschen mehr, dass die Fahrt nicht ganz so lang wird, aber das wird sich am Ende des Videos zeigen.
So, ich boxiere unser LKW erstmal hier auf die Autobahn und dann werde ich mal mit meinem Dings anfangen und dann können wir den Sprich, Denkmalbilder beginnen. Und Ja. dann kannst du mal auch deine Meinung dazu sagen. So, ich habe ja auch zum Glück auch ein Tempomat, da muss man lenken brauchen. Ich werde jetzt auch nicht so schnell fahren. Wir dürfen jetzt hier, wie schnell fahren? 90 dürfen wir fahren. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das auch. Kann man jetzt hier Alter, okay, alles klar, da haben wir das. Tachometer ist eine. Tachometer eingestellt auf 90 km/h, sehr gut. Ja, gut. Meine Ansicht zum Thema Mann, Frau, beste Freunde. Warum ich das für mich persönlich nicht mehr in Anspruch nehme. Wie jeder weitere, also nahezu wie jeder normale Mensch, sag ich jetzt mal, gibt es natürlich auch Freundschaften zwischen Mann und Frau. Ne? Viele Leute werden ja in die Friendzone abgeschoben, ne? Und viele Frauen suchen sich dann halt so eine Art männlichen besten Freund. Ja, mit dem sie dann alles anvertrauen können. Das hast du nicht gesehen und muss sie dann mit denen über Beziehungsprobleme und so Quatsch reden. Und ich mir eigentlich die Frage stelle, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dem ich alles anvertrauen kann, dann ist doch erstmal die erste Frage, warum kann ich ihm alles anvertrauen? Die Frage ist so leicht beantwortet, weil er mir die größtmögliche Sicherheit gibt, um mich, ja, um so ein bisschen seelischen Ballast loszuwerden. Da Frauen ja ohnehin von Natur aus den größten Schutz suchen, den sie bekommen können, ist natürlich das Gefühl von größter Sicherheit durch den besten Freund eigentlich die nächste Frage, warum sie mit dem nicht anfängt. Ne? Und warum er dann nicht der Partner wird. Weil normalerweise sucht man sich doch einen Partner aus, mit dem man sich anvertrauen kann, mit dem man über alles reden kann, weil er einem halt, wie ich eben schon sagte, die größte Möglichkeit gibt. Und wie sind deine Ansichten so dazu, Nils? Also, ich würde jetzt mal sagen, dazu muss man erstmal auf die Definition von bester Freund schauen. Und zwar, es gibt ja zwei Arten von besten Freunden. Also, du meinst, ich denke mal, wo du auch zwischen Mann und Frau haben kannst. Zum einen gibt es eben die wirklich rein freundschaftliche, auf die du jetzt aber wahrscheinlich weniger hinaus willst. Und die, wo du hinaus willst, ist dann eher dieses altbekannte Spektrum, er will was, sie will aber nicht, aber beste Freunde, Friends und das, was du da eben erwähnt hast. Ja, Und ach so, erzähl weiter. Mal auf das, was du jetzt eben angesprochen hast, was mit dem Friendzone und warum geht sie nicht dann und das eben, weißt Ja. du? Du weißt das, ich Nee, müsste ja nicht wiederholen. ja. Oder was geht's dir genau? Nee, ich Was? wollte noch was dazu sagen, weil ich gerade vergessen habe. Stellen wir uns jetzt mal folgende Situation vor: Die Frau hat einen Partner, also einen festen Partner, der zusammen ist, aber auch einen besten Freund, mit dem sie über alles quatscht. So, und jetzt hat sie Probleme mit ihrem Partner da. Wissen nicht, sagen wir mal, im Bett läuft die so gut, keine Ahnung. Und sie quatscht sich jetzt darüber mit ihrem besten Freund aus. Was glaubst du wohl wäre, wenn ihr Partner einen gesunden Verstand hat, was glaubst du wohl, wie seine Reaktion wäre? Also entweder ist ein Schläger Nein, nein, und ach so, wie seine jetzt. Reaktion ist, dass sie mit ihrem besten Freund darüber quatscht hat mit ihm. Was meinst du wohl, wie er reagiert? Jetzt bin ich gerade echt komplett durcheinander. Also Eifersüchtig. Er fühlt ja, sich, er wird sich aber nicht ernst genommen fühlen. Da muss ich mal kurz den Schwenk drüber machen zu der wedischen Weltanschauung. Die sagen ja auch, dass sich die Frauen und Männer, die jahrelang zusammen sein wollen, sich einen Partner raussuchen, der nicht nur der sexuelle Partner ist, ne? Das ist ja nur der Unterschied zwischen Freundschaft und Liebe, sondern dass dieser Partner auch derjenige ist, dem man alles anvertraut. Ne? Und da fragt man sich doch letzten Endes wirklich tatsächlich, warum geht denn eine Frau zum besten Freund, wenn sie nicht bereit ist, mit ihrem Mann über alles zu reden, weil schließlich liebt sie ihn ja. Sucht sich den halt mit der größtmöglichen Sicherheit, aber quatscht mit dem anderen darüber. Ne, und da ist dann da der Mann irgendwann mal sauer wird und eifersüchtig wird, ne, das ist ja wohl dann wohl mehr als verständlich. Ja. So, ich gehe jetzt einfach nochmal auf das an, mit was ich einfach jetzt mal angefangen habe. Na klar. Weil das. Okay, also nochmal. Also, um jetzt mal von der Thematik nochmal von vorne aufzurollen, einfach. Und so, das Problematische ist halt, wenn du wirklich einen, sag mal, besten Freund hast, wie du sagst, dem du alles anvertraust und so, etc. Klar wird erstmal das erste Problem sein, bei dem werden sich niemals irgendwann Gefühle wahrscheinlich entwickeln. Das Ne. ist ich würde sagen, in 90 bis 95% der Fälle so, außer er ist halt entweder anderer Richtung geprägt oder ist halt wirklich an ihr nicht interessiert. So, warte Jetzt mal muss man sie kurz, merkt aber. ihr mal kurz den Satz? Ich will mal kurz was einschmeißen. Das liegt daran, dass Männer sich von Natur aus leichter verlieben als die Frauen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt muss man sich mal Folgendes überlegen. Und das ist nämlich das, was ich immer an der ganzen Geschichte so interessant finde. Wie du siehst, du hast es schon recht gut ausgetreten, deswegen wiederhole ich das jetzt nicht mehr so arg.
Aber jetzt überlegen wir mal Folgendes richtig. Zum einen eben, der Mann ist da, wenn jetzt, sagen wir mal, du hast jetzt eine Frau, die hat ihren besten Freund und ihren Mann. Klar wird der eifersüchtig, der denkt sich natürlich auch erstmal, hier, was macht meine denn mit dem? Problem Nummer eins. Partnerschaft, in der Partnerschaft wird weniger geredet und dann kommt diese Eifersucht dazu und damit hast du ein Hexenkessel. Das Problem ist nur, wenn das dann irgendwann mal auseinanderbricht, wie in ganz vielen, vielen, vielen Fällen mittlerweile, Scheidungsrate ist ja in Deutschland ewig hoch schon, dann hast du das Problem, dann denkt man sich ja manchmal, okay, gut, dann merkt sie doch, hier, das ist der beste Freund, der macht das doch super. Nee, dann sucht man sich den Action-App und das Spiel geht von vorn los. Jetzt gibt's zum einen aber die Idioten, die dann eben meinen, ja, ich renne jetzt ja trotzdem hinterher die ganze Zeit ihr Leben lang. Das sieht man auch. In, ja, die gibt es ja mehr als genug. Ja, die meinen, leider. Oh, es ist meine einzige Liebe. Ich meine, hallo, viele Mütter, schöne Töchter. Ja, aber richtig. Hirn ist ja nicht gewollt in der Welt. Und das zum anderen. Jetzt drehen wir den Spieß doch mal kurz gedanklich um. Was wäre, weil, was wäre wohl los? Jetzt stell dir mal vor, sagen wir mal der Christian. Und der hat jetzt eine Frau, aber auch eine beste Freundin. Nur mal als Beispiel. So, jetzt kracht er sich. Ja, jetzt drehen wir das Ding nämlich mal um. Alter, jetzt sehr kracht guter er Einwand. Sich, sehr guter Einwand. Ja, jetzt kracht er sich mit seiner Frau, geht aber zur besten Freundin. Was glaubst du, was da für ein Theater los wäre? Na, ich kann, deswegen, ich kann dir nicht sagen, was im schlimmsten Fall passiert. Ich werde mir das bei der Frau, weil ich von meiner Frau nicht bekommen habe. Ja, aber das meine ich damit, weißt du? Ja. Man muss das mal so wirklich so betrachten. Klar, das ist, also es ist, ich sag's mal ganz offen schon mal vorweg, es ist eigentlich ein Riesenblödsinn. Wenn man nach dieser Definition geht, wenn man jetzt nach der anderen Definition geht, das ist was anderes, das ist voll okay, finde ich, weil, also normale Freunde hatte ich früher auch. Ich konnte früher mit der Frau eh besser, heute eher noch besser. Aber eben auf einer, also wirklich echten freundschaftlichen, nicht auf so einer Friendzone-Basis oder so ein Scheißdreck, das brauche ich gar nicht. Sondern auf so einer richtig normalen Kumpelbasis, weißt du, was ich meine? Ja, Kumpelbasis, da halt noch dagegen, ne? Meine, ja, genau, also darauf will ich hinaus. Natürlich, kann man mit Frauen sicherlich ja, genau. da, darüber über manchmal Sachen reden, blödeln, ne? Aber wo ist halt die Bezeichnung bester Freund, das ist ja quasi der nächste Stellenwert gegenüber vom Partner, das ist dann quasi schon kurz davor, ne? Und das ist halt, ehrlich? Ja, in meinen Augen ist das, also zumindest aus meiner Sicht ist das, dass sich dann Frauen dadurch halt einen Ersatz von einem Mann suchen, wenn sie den von ihrem Ehe- und eigentlich Partner eigentlich nicht bekommen. Oder ja. von jemandem, auf den sie scharf sind, aber dennoch von ihnen will, weil ist ja nun mal so, dass nicht jeder mal was von jeder Frau will, ne? Meine, gucken wir uns doch mal die Frauen an, die jetzt, sag ich mal, vielleicht nicht so unbedingt den Schönheitsideal entsprechen, was bei uns so die Norm ist, ne? Und die haben wahrscheinlich auch einen besten Freund, der jetzt vielleicht nicht so den Schönheitsideal hat und heulen sich dann bei dem aus, weil der, den sie anhimmeln, nicht der gleiche sieht wie sie in ihm. Ne? Das liegt aber auch nur daran, dass Frauen anders lieben als Männer. Das ist auch eine Tatsache, die haben hat auch, wie gesagt, Nicolo und Maximilian Pütz in den Videos auch schon bestätigt. Ne? Die Ansprüche, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, was die Liebe betrifft, ist bei Frauen ganz anders als bei Männern. Bei Frauen zählt halt der soziale Status, also die Machtposition. Ja, und Männer suchen halt quasi ein Weibchen, was ihnen die Kinder herbehrt, sozusagen. Das ist eigentlich der Grund. Und deswegen legen viele Männer viel mehr Wert auf Frauen und himmeln sie bis wirklich in den Himmel hoch, sag ich jetzt mal, aus Angst, dass sie halt keine Frau mehr abkriegen. Ne? Und ja, und deswegen ist für mich, wenn eine Frau, ob sie nur dem Schönheitsideal entspricht oder nicht, so ein bester Freund meistens immer nur ein Ersatz, um Aufmerksamkeit von einer männlichen Person zu bekommen, wenn sie erst sie von einer anderen Person bekommt. Ja, okay, das können, warte mal kurz, Moment, kannst du ja was sagen? Das können die Frauen mit der Hand haben, wie sie wollen, aber ich, mein persönlicher Freundeskreis, möchte nicht mehr als bester Freund angesehen werden, sondern nur noch als guter Freund, dem man ab und zu mal ein paar Sachen vertraut. Und ich stelle mich auch nicht mehr als Kummerseelsorgenkasten zur Verfügung. Ich habe mich trotzdem, ich mach das nicht mehr. Ja, das ist vorbei. Also meine weiße Ritterzeit ist vorbei, weil warum macht ein Kerl eigentlich sowas und hört sich die Frau ihre Trauergeschichten an? Weil er in den meisten Fällen was von ihr will oder weil er. Man hofft, wenn er ihr den weißen Ritter spielt, dass er an ihre Muschi kann. So einfach ist das. Das ist nun mal leider die kleine harte Realität. So. Und jeder, der inzwischen über sich selbst Bescheid weiß und tief in sich hielt und den Arsch hat in der Hose, das zuzugeben, der wird doch schon mal den ersten Schritt Richtung MGTOW begriffen haben, ne? Und wird auch kapieren, dass Frauen, wie gesagt, nicht die großen Holden, Feen und Prinzessinnen sind, für die sie hingestellt werden. Ja, also mal abgesehen davon, dass früher echte Prinzessinnen auch was ganz anderes war. Jetzt mal kurz, was ich noch einwerfen wollte, bevor ich es jetzt wirklich endgültig verliere.
gerade zum Thema nämlich Ersatz, das finde ich nämlich einen ganz, ganz interessanten Punkt, weil das ja tatsächlich in diesen jetzt, ich nehme jetzt deine Definition einfach, Ach klar. weil diesen besten Freunden, das tatsächlich ja nichts anderes ist eigentlich, wie wenn, jetzt mal als kleines Beispiel, ein bisschen so, auch wenn es leicht mehr Richtung Computer geht, aber es ist ganz gut, sich vorzustellen. Stell dir mal vor, weil das ist genau das Gleiche. Stell dir mal vor, ich habe hier meinen großen Hauptrechner, richtig, mit dem zocke ich, arbeite, was auch immer. Wenn er jetzt aber mal ausfällt oder ich irgendwie ihn nicht zum Laufen kriege oder so, habe ich immer noch so diesen einen Laptop da, mit dem kann ich im Notfall auch mein Zeug machen. Und wenn ich ihn nicht brauche, klappe ich ihn zu und gehe wieder in den großen Rechner. Ein Ersatz-Laptop Ja, sozusagen. natürlich, ja, Ist doch sicher. genau das gleiche Spielchen im Endeffekt. Ja. Du bist im Endeffekt als bester Freund ja nichts anderes als einfach bloß ein Ersatz, so ein Ersatzteillager, so ein Ersatz-Laptop sozusagen. Und das Problem ist auch, und da ist aber auch ein bisschen dieses Gefährliche an diesem besten Freund, das sind meistens die besten Zuhörer. Logisch, Ja. weil eben aus den von dir genannten Gründen, im Normalfall wollen sie was oder wollen eben da an die Muschi oder was auch immer es jetzt halt für Gründe hat, gibt ja viele anscheinend, wie gesagt, ich weiß es jetzt Naja, gar nicht mehr, aber egal. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil gerade wenn du dir mal diese Leute kurz anschaust, also so überlegst im Gedanken, gell, du rennst im Endeffekt einer Person, nur weil du jetzt die Person toll findest, obwohl sie dir, so habe ich das zumindest auch in deinen Videos, ja, hier ganz braver Zuschauer, habe ich das auch so rausgehört. Im Endeffekt tut diese Person nichts anderes, als rennt einer anderen Person hinterher, die gegebenenfalls, ich muss es mal vorsichtig Ja, klar. natürlich formulieren, gegebenenfalls im Endeffekt nichts anderes zu bieten hat als Beine auf, Kinder raus, zahl mal schön. Richtig, ja, richtig, genau. Man rennt einer Illusion hinterher, die sich sowieso niemals erfüllen Ja, wird. weil im Endeffekt stellst du, und damit muss man sich doch mal überlegen, du degradierst dich als bester Freund im Endeffekt, du ordnest dich indirekt einer Person unter, Richtig. nur dafür, dass du im Endeffekt dann für die 5 Minuten Glückseligkeit, die du mit der Hand auch mal schneller haben, billiger haben kannst, mal ganz frech gesagt, Ja, natürlich. einfach haben kannst. Das muss man wegen 5 Minuten Glückseligkeit. Fünf Ja. Minuten rennst du jahrelang einer Person hinterher und wirst es wahrscheinlich nicht mal mehr haben. Das muss man sich doch Ja, wie mal gesagt, man rennt überlegen. halt der Illusion hinterher, ne? Ja, man degradiert sich einfach runter. Ja, Das und ist unglaublich. allenfalls, im schlimmsten Fall, wenn sich die Frau dann doch dafür entscheidet, mit dem besten Freund zusammenzukommen, dann wird das, wie du gerade schon sagtest, hier ja, in einer Beta-Versorgung enden. Das trifft Ja. auch oftmals bei Frauen zu, die dann ja, ihre biologische Uhr schon in der Hinsicht überschritten haben, dass sie anfangen zu merken, dass die abläuft und für die meisten Männer unattraktiv werden, weil sie älter werden, weil wir wissen ja, Männer, die unterliegen ja auch der Hypergamie, ne? Da richtet sich aber das eher nach jungen, starken Frauen aus, weil die halt immer noch das größte Gefühl für Steigerung vermitteln, um Kinder in die Welt zu setzen. Männer sind von Natur aus nun mal sexuell aktivere Tiere als die Frauen. Ne, man kann, man sieht ja schon, wer Sex hatte und so weiter, ne, ist ja ganz klar. Ja. Der macht da seine Arbeit bei der Frau, kommt relativ schnell zum Höhepunkt, was dann viele Frauen wieder kritisieren, liegt eine Viertelstunde rum und kann schon wieder. Ne, und Ehrlich? Boah, während die das Frau ist dann jetzt. schwanger ist und dann sowieso meistenfalls, was verständlich ist, auch keinen Bock auf Sex hat, könnte der Mann eventuell schon wieder andere Frauen sexuell befriedigen, einfach weil seine sexuelle Lust immer noch da ist. Das Aber ist das eine. finde ich jetzt beeindruckend. Mein Gott, also wenn ich jetzt 10 Jahre zurückdenke, wo ich noch mal Freundin damals hatte, mein Gott, mich hat das eh mal angekotzt, das ganze Rumgebumse da, aber gut. Ja, Ja. es gibt auch Männer, die das komisch Ja, finden. Asexualität, das, klar kommt das vor, ja, Und, gar keine Frage. aber mein Gott, die Alte, die konnte da ewig hin und her und ich habe einfach nach dem ersten Mal gesagt, oh, noch mehr, ich habe keinen Bock, lass mich Ja. doch einfach Ja, Frauen sterben. brauchen halt, ja, brauchen halt eine Weile länger, um auf Tour zu kommen. Das ist uns ja in der Schule auch in der Biologie beigebracht worden, ne? Dass Frauen da länger Ja, brauchen. aber mein Gott, also Respekt wäre da jetzt von mir, der also Respekt nicht, aber du weißt, was ich meine im übertragenen Ja, Sinne. ja. Also bewundere, nee, wie Ja, sagt man es? das liegt ja auch halt einfach daran, dass dass Frauen halt eher so die emotionalen Wesen sind, ne? Und Männer halt so die rationalen Wesen. Und das habe ich erst neulich wieder mitbekommen. Ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, dass ich hier zwei Geschichten erzählen will, hier, weil das genozentrische Denken, ne? Und zwar, ich gehe darum, ich habe ja auf Facebook hat jemand auf Facebook hat jemand ein Video geteilt.
Ne? Und in dem Video geht es darum, da sieht man halt, ich glaube, das ist eine türkische Hochzeit oder so. Ich weiß nicht so genau. Ich werde jetzt irgendwann mit einem, ich vermute mal, dass da eine muslimische Religion drin ist. Ich kenne mich jetzt mit den bräuchlichen Hochzeitsritualen anderer Religion nicht so wirklich aus. Das ist aber auch vollkommen okay, ist ja kein Verbrechen. Jedenfalls war zu sehen, dass der Mann und die Frau da halt sich gegenseitig ein Stück Kuchen mit einer Kuchengabel in den Mund gesteckt haben. Ne? Und der Mann der hat den ersten Schritt gemacht. Ne? Also, er hat halt seine Kuchengabel genommen, hat ein Stück Kuchen da genommen und er hat sie, ohne irgendwelche Sperenzien zu machen, ihr das Stück Kuchen hier reicht, ne? Hat doch kurz gelächelt. Wahrscheinlich wusste er, gut, ich hab eigentlich geheiratet, hab eine Frau, mit der ich jetzt regelmäßig Sex haben kann, ne? Wie wir gerade schon mal hatten, ne? Und sie hat auch so ein bisschen langweilig geschaut, aus welchen Gründen auch immer. Das kann man jetzt nicht wirklich spekulieren, ne? Aber aufgrund am Ende des Videos, was ich dir sagen werde, kann man sich schon denken, was denn die Leute dann denken, ne? Warum sie so langweilig schaut, ne? Aber wie gesagt, Spekulationen sind keine Beweise. Ne? Sag schon mal im Voraus. So, sie sitzt aus der versammelten Mannschaft, er reicht ihr ein Stück Kuchen und behandelt sie mit Respekt, weil er ernst geblieben ist. Und was macht sie? Sie nimmt ein Stück Kuchen und versucht ihn so ein bisschen zu necken. Okay. So, natürlich ist es klar, weil jetzt der Sauerland ist jetzt türkisch, wo die Männer sowieso sehr, sehr dominant sind, ne? Ist das natürlich ein Ding, was gegen seine Ehre geht und er schlägt ihr die Hand weg. Ja, vielleicht, naja, ich sag mal, vielleicht war nicht gerade die feine englische Art, war vielleicht ein bisschen fest, ne? Aber durch ein Handweghauen wird natürlich die Frau nicht sterben, der Arm ist nicht gebrochen, sie muss sich krank, sie hat sich kurz die Stelle gerieben, als wenn man sich an der Herdplatte verbrennt, ne? So, und jetzt mal kurze Quizfrage. Was glaubst du wohl, wie die Reaktionen unter dem Video gewesen sind? Lass mich jetzt einfach, ich möchte mal einfach so ein, ich würde sagen, ich fasse sie mit einem von mir jetzt mal geistig verfassten Beitrag zusammen. Boah, dieser verdammte Mann oder Mistkerl, wie auch immer, man schlägt doch nicht einfach so die Frau weg, die wollte doch nur Spaß haben, verdammte Männer, es ist doch alles immer, die sind doch immer dieselben und immer so gewalttätig, der gehört doch erschossen, so in der Art. Richtig, genau sieht's aus. Und die Frage ist, jetzt die nächste Frage, die jetzt kommt, warum denkt man das? Hast du darüber schon mal einen Kopf gemacht, warum man sowas denkt? Wo kommt das her? Relativ simpel, eingebranntes Bild. Seit ewigen Jahrhunderten ist das ein eingebranntes Bild. Mhm. Vor allem in Zeiten, vor allem in der 50er und 60er, wo es gerade noch vor allem die Zeiten der Gentlemans war, die im Endeffekt ja auch nichts anderes als weiße Ritter oft waren. Oder so nennst du die, gell? Weiße, ja, ja, weiße Ritter, genau. Wo wir immer wollen, ja, genau. Und dadurch hat sich natürlich auch ein gewisser Verhaltenskodex etabliert. Der war zwar schon auch ein bisschen länger, gab es den schon natürlich. Ein paar Punkte sind auch nicht unbedingt verkehrt, aber und da gibt es natürlich zum Beispiel auch diesen Verhaltensregel, man schlägt keine Frauen. Jetzt grundlegend schlägt man keine Menschen, da stimme ich zu. Natürlich aber, nicht. Aber es gibt halt diese besondere Regel, man schlägt keine Frauen zum Beispiel. Und das brennt sich rein. Und das ist heute noch eingebrannt. Und durch diesen Ruck ins Extremistische heutzutage nimmt man diese Regeln im Endeffekt, die man schon eingebrannt hat, aber rückt sie noch mehr ins Extreme. Ja? Und so würde ich zumindest mal sagen, kommen diese Reaktionen her. Dieses eingebrannte Denken, wo man auch immer gesagt hat, Mann und Frau, Frau hauen, blöd macht man nicht, niemals. Ja, genau, sowas. Du bist, ich sag mal, zu 90% auf dem richtigen Weg, definitiv. Also ich bin froh, dass Herr Cavallo nicht der Einzige ist, der seine Ionen richtig benutzt, sondern du hörst jetzt auch dazu. Du bist zu 90% auf dem richtigen Weg. Ich habe ja schon am Anfang des Videos gesagt, dass es diese Vorführung des gynozentrischen Denkens ist. Und das hat den Ursprung darin, dass man, wie du gerade jetzt schon fast gesagt hast, die Gentlemen damals die Frauen auf Händen getragen haben. Auch das muss man fragen, wie die zustande kam. Das ist jetzt einfach, weil man den Frauen immer einredet hat, dass sie Prinzessinnen sind, dass sie und dass man sie halt quasi auf Händen trägt. Das heißt im Grunde nichts weiter, als dass man Frauen, denen man das erzählt, wenn sie erwachsen sind, immer noch wie kleine Mädchen behandelt. Und das mögen die Frauen überhaupt nicht. Und deswegen wird kein weißer Ritter jemals, wenn er seine Frau so behandelt, jemals aus der Freundschaftszone rauskommen. Ja, man sieht es ja auch an der Welle des Feminismus, die wir gerade haben, die dritte Welle Feminismus. Dass die Frauen auf eine Art immer sagen, ja, wir müssen stark und unabhängig sein. Ja, aber wenn eine Frau stark und unabhängig sein will, dann muss sie auch die Konsequenzen ihres Handels tragen, ne? Und wenn, das will man aber nicht. Richtig, genau, weil die Frauen sind ja kleine Mädchen, ne? Die müssen ja mit Samthandschuhe angefasst werden. Mhm. Und wenn eine erwachsene Frau, sagen wir wie zum Beispiel auf einer Heirat, jetzt ihr zeigt wird, dass der Mann sie ernst nimmt, obwohl er hat ja die Sprenze nicht gemacht, ne? Er hat sie ernst genommen, ne? Er hat kurz gelächelt, reichte ein Stück Kuchen da und sie nimmt ihn nicht ernst vor versammelter Mannschaft. Du weißt ja, wie gerade bei den Leuten mit der Ehre ist, ne? Das siehst du ja auch bei uns gerade, ne? Da müssen wir jetzt nichts gegen sagen, dann gehen wir jetzt gerade in eine ganz andere Richtung, die jetzt nicht hin will.
Und natürlich vor seiner Familie, vor seinen Freunden, Bekannten, vor anderen Gästen will er sich natürlich seine Autorität untergraben lassen und haut ihr die Hand weg. Ja, und deshalb drehen die plötzlich alle durch. Ich habe den Leuten in da wirklich die Kommentare mehrmals versucht klarzumachen, dass, dass wenn sie die Frau wie Klimitschi behandeln, da keine Chance haben, da zu landen. Sie haben es einfach nur gemacht, um selbst den starken Beschützer zu markieren, haben aber nicht begriffen, dass die Frau, die sie da beschützen wollten, nicht mit ihnen zusammen ist, statt mit dem Typen, der sie gerade da, den sie gerade heiratet. Aber du redest kurz, hier gerade vom Internet. Ja, da ist das. Ja, Moment. Wie gesagt, für mich stand im Video metaphorisch halt, wie gesagt, für den Genozentrismus. Dann stell dir jetzt mal so andersrum vor. Sie behandelt ihn, sie behandelt ihn mit dem Respekt. Nee, wir haben andersrum, warte mal. Wenn sie jetzt seine Hand weggeschlagen hätte. Angenommen, er hätte jetzt rumgeblödelt und sie hätte ihm die Hand weggeschlagen. Was wäre wohl da die Reaktion? Oh, eine starke Frau, die lässt sie nicht hier fallen, die setzt sich gegen die Patriarchat durch. Wieder sind Männer die Täter. Und sagen, wie gesagt, ich mach diesen Scheiß nicht mehr mit. Ne? Und ich hab da einigen Zorn von den Leuten auf mich gezogen, aber scheiß her, weil du seid einmal abgebreitet, ich wusste sowieso besser als die. Ich muss aber auch sagen, aus Respekt, es waren tatsächlich, wenn ich jetzt richtig rechne, zwei Frauen mit dabei, die begriffen haben, worauf ich hinaus wollte. Und wirklich echt dachte, ey, die Frau benutzt ihr Gehör und super, dass es sowas noch gibt. Und da siehst du mal, wie ich meine Theorie schon gesagt habe, dass solche Frauen, die so denken und sich nicht wie Teddy Mädchen behandeln lassen, dass so eine Frauen heutzutage wirklich selten sind. Ja, und meistens, in dem Fall, ich habe mal so ein bisschen auf Profile geschnüffelt, ja, die haben Bilder veröffentlicht, wo sie mit ihrem Partner zu sehen war, die waren natürlich schon vergeben. Natürlich. Na gut, war jetzt vielleicht auch nicht so mein Typ von dem, vom Aussehen her, aber sie haben begriffen, worauf ich hinaus wollte, ne? Und das hat mich sehr, sehr stolz gemacht, ne? Aber sagt, der Großteil, der hat dieses genozentrische Denken an den Tag gelegt, Frauen müssen beschützt werden, bla bla bla, die muss man Samthand schon anfassen. Und ja, und diese Menschen wundern sich dann nicht, warum sie keine Frau abkriegen. Ja, da möchte ich noch kurz das ist jetzt ein ganz, ganz kurzer Exkurs nur, aber nur ein ganz kurzer, weil er indirekt, finde ich, schon ein bisschen dazugehört. Klar. Und zwar, worauf ich nämlich vorher hinaus wollte, ist, was glaubst du, wie viele von diesen Menschen, die darunter überhaupt kommentieren, ja, wie viele davon überhaupt sich wirklich mal allgemein mit irgendwie sowas in der Art je zusammengefasst haben? Und was denkst du, wie viele davon einfach nur irgendwelche sinnlose Propaganda runtergeschluckt haben? Ja, natürlich. Und durch diese Scheinanonymität, die sie ja haben, und ich betone Scheinanonymität, aber mehr nicht, sonst wird das ein bisschen zu arg Exkurs, können die natürlich jetzt rausquaken, wo sie wollen. Du weißt ja nicht deren Adresse, theoretisch. Weißt? Und das Problem ist, je anonymer ein Mensch sich fühlt, desto eine größere Fresse, sage ich mal ganz direkt, ja, natürlich, hat er. Natürlich, weil die Anonymität Schutz bietet, ist doch jetzt klar. Genau, also Scheinschutz, wie gesagt. Natürlich. Tut mir leid, ich muss es ein bisschen so, wie ich es kenne, ausdrücken. Aber worauf ich hinaus will ist, und jetzt überleg dir mal Folgendes, jetzt nimm mal einen Kessel von ein paar wenigen Idioten, die halt eben schreien, das Patriarchat und überhaupt, ja. So, jetzt wirf in diesen Mix noch ein paar Leute, die immer sagen, wo könnte man denn am besten jetzt, wo hat man die besten Chancen, Muschis zu kriegen, sage ich jetzt mal ganz krass so. Oder natürlich, immer aus, Sache direkt. Oder meine Mama hat, oder eben meine Warum? Mama hat gesagt, ich soll nicht ficken, oder was auch immer jetzt. Quatsch! Tut mir leid, du musst schon, wenn jetzt mal ein bisschen lauter wurde, das ist natürlich Quatsch, man kann den ruhig beim Namen nennen, ich hab die Chance voll hier politisch korrekt zu sein, ich kann mir erstmal den Mund nicht verbieten hier. Frauen haben Muschis, Männer haben Penisse, findet euch damit alle ab, fertig. Er hat Penis gesagt. Naja, also. Nee, also ist mal Spaß beiseite. Nee, ich versuch's nur etwas sachlicher und so. Ja, natürlich. Und die Sache ist einfach die: Jetzt hast du diesen Topf mit diesen Schreien, und was auch immer jetzt hat, diese Heulsusen da. Dann nimmst du jetzt noch ein paar von diesen Muschifängern und meine Mama sagt, ich soll nicht bumpfen und. Ja, weiß der Geier, was es da noch für Spinner gibt. Und jetzt hängen die mal in diesen Topf mit rein. Oh. Jetzt kommen die in Berührung mit diesem Topf. Und durch die Anonymität kannst, selbst wenn er dann überall schreibt, der sagt, hey, warte mal, das wäre eine Chance. Oder von mir aus denkt er wirklich, dass das gut ist. Das glaube ich zwar fast nicht, aber wer weiß. Jetzt kann der natürlich überall das in jedem Scheiß rumposten, sagen, hey, ihr scheiß Patriarchen und überhaupt. Und da hoffen sie wahrscheinlich, dass sie dann, was weiß ich denn, jetzt lass mich mal schnell was zusammenspinnen. Wahrscheinlich hocken sie dran an ihren Rechnern, so mit ihren Chips auf dem dicken Bauch und einer Coca-Cola, während der Mutti im Hintergrund die Wäsche macht.
und denken sich, oh, vielleicht treibt mich von denen irgendeiner mal an und fragt mich nach einem Date oder sowas. Was? Ich gebe dir die Hand drauf. Ja, die meisten werden denken. Ja, und das ist diese Anonymität, die Scheinanonymität, die, wo ich glaube, wo das ganze Ding überhaupt erstmal richtig rausquillen lassen hat. Und nur deswegen, denke ich, kann das auch so groß explodieren, weil jeder Idiot jeden Scheiß unbekannt posten kann, wenn er will. Naja, relativ unbekannt. Relativ unbekannt, genau. Das wollte ich nur mal kurz so als kleinen Exkurs noch mit anmerken. Also, genau, ja, das macht ja auch Sinn, ne? Das hat diese, wie gesagt, diese Scheinschutz-Suchkacke da im Internet. Ja, genau. So. Und jeder kann machen, was er will, im Endeffekt. Dadurch verbreitet sich's ja. So, und jetzt kommen wir mal zu meiner nächsten Frage, was das Video jetzt betrifft. Ne? Also er hat jetzt die Hand weggeschlagen und alle drehen durch, oh Gott, die arme Frau, die muss ja beschützt werden und so. Wir sind die Helden, die weißen Ritter, bla bla bla. Die Frage ist doch, oder die man sich jetzt diese Frage stellen muss, wenn es schon, wie du gerade sagtest, diese Internet-Kacke da Schutz suchen, ne, ist halt natürlich klar, haben wir jetzt schon die nächste Frage schon direkt geklärt, warum sie nicht diese gleiche Euphorie und den gleichen Enthusiasmus zeigen, um Frauen wirklich vor Arschlöchern da draußen zu beschützen. Ne? Damals haben auch die Frage schon mal geklärt. Und die nächste Frage, die mir jetzt stellt, um mal jetzt mit dem Wort wiederzugeben, was ich gerade gesagt habe, mit diesem gleichen Euphorie, mit dem gleichen Enthusiasmus, warum stellen sich auch nicht Frauen schützend vor die Männer, die auch Gewalt durch Frauen erfahren haben? Weil das ist auch wieder so ein Tabuthema, was man nicht benennen darf, denn Männer sind ja die starken Tiere und nicht so weichherzig und so weiter, die dürfen keine Stärke zeigen, die müssen funktionieren, sonst sind Waschlappen, ne? Aber genau diese Waschlappen wollen jetzt diese angeblich schwachen Frauen beschützen. Ja, sehen die denn ihren Fehler nicht? Ich gehe jede Wette ein. Nach diesem Video, nachdem er ihr gezeigt hat, wo seine Grenzen sind, könnte ich wetten, ein paar Minuten später hat sie erkannt, das ist der Mann, den ich liebe. Da gehe ich mit dir jede Wette ein. Dass der Mann was ist? Dass der Mann die Liebe ihres Lebens ist, weil er ihr die Grenzen aufzeigt. Das ist der sogenannte Shit-Test. Das ist tatsächlich so. Das ist ein sogenannter Shit-Test. Und das bedeutet, im Grunde, ganz einfach ausgedrückt, dass eine Frau unbewusst, ich sag's nochmal genau, unbewusst, manchmal in der Partnerschaft aus einer Mücke Elefanten macht, um instinktiv herauszufinden, ob der Mann seine Eier hat, um ihr mal ihre Grenzen aufzuzeigen. Weil, wie ich vorhin schon sagte am Anfang, Frauen suchen ja einen Beschützer. Und ein Beschützer, der sich eine Frau unterordnet, oder möchte unterordnet, ja, das ist halt leider, dass die Frauen die auseinanderpflücken. Ja, logischerweise. Klar. Wir haben schon mal ein Thema, ne? Ganz klare Sache. Naja. Und deswegen kann mir jeder sagen, was er will. Jeder, den ich kenne, ja, und so weiter, der eine langjährige Beziehung hat, und gerade auch meine männlichen Freunde, die eine langjährige Beziehung haben, kann ich einfach nur mal die Frage stellen, hat eure Frau des Öfteren schon mal aus der Mücke Elefanten gemacht? Das beste Beispiel, was ich dazu hatte, muss ich mal erzählen, das war jetzt vor kurzem, wo ein Klassentreffen war, da habe ich mit meinem Klassenkameraden unterhalten, der hat jetzt schon sage und schreibe seit 13 Jahren mit einer derselben Frau in eine Beziehung, und wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt liege, sind schon seit 10 Jahren verheiratet. Das ist doch schön. So, dann fragt man sich natürlich die Frage, wie haben die das geschafft? Bis er mir, und er hat mir den Gluzent, beziehungsweise die Hypergamie, hat er mir bestätigt durch die Frau, indem er mir erzählt hat, dass sie am ersten Jahr sich fast nur gezofft hätten. Die haben sich fast durchstritten. Und er hat sich wohl wahrscheinlich immer wieder durchgesetzt. Und das war nichts weiter als ein Shit-Test. Und als er mir dann erzählt hat, dass es nach einem Jahr endlich besser wurde und sie sich dann zusammengerauft haben und jetzt immer noch zusammen sind, habe ich ihm direkt in die Sicht gesagt, sagt Kollege, du hast den Shit-Test bestanden. Da kann man ja nur sagen, ich wünsche alles Gute. Ja, okay, also ich sehe schon. Gut, wie gesagt, du hast da ein bisschen mehr Ahnung von der Thematik, glaube ich, als ich. Ich also, rede da jetzt mehr raus. Ja, das sind so meine Ansichten, ne? Und das sind halt so Sachen, wenn du die heute erzählst, gerade auch in Frauenkreisen, oh, dann bist du wieder der Frauenhasser. Dann bist du der Frauenhasser. Ja, dann bist du wieder der Mann und der Opfer. Ja, natürlich. Das ist bis grundlegend. Also, da musst du gar nicht erst groß überhaupt irgendein Wort sagen. Da bist du schon, allein weil du einen Säckel zwischen der Beine hast. Richtig. Gynozentrismus. Ja, im Endeffekt, das ist ja eh so eine ganz witzige Sache. Im Endeffekt wirst du diskriminiert nur aufgrund deines Gehängens, also aufgrund deiner biologischen. Ja, natürlich. Das ist purer Identität, Sexismus, natürlich. Haben, ne? Das kann man doch an tausenden Beispielen festmachen, ne? Welche Geschlecht ist dann am meisten auf zum Beispiel auf Straßen vorzufinden, weil sie obdachlos sind? Es sind Männer. Ne? Wer zieht denn in den meisten Scheidungskriegen den Kürzeren und darf noch dabei draufzahlen, obwohl er seine Kinder nicht mehr sehen darf? Das sind meistens die Männer. Welche
oder welches Geschlecht stirbt in Kriegen, um die Frauen vor möglichen anderen Kriegstreibern zu schützen? Das sind die Männer. Ja, also da fragt man sich doch echt, wer hier eigentlich unterdrückt wird. Weil, na klar, es gab ja mal auf jeden Fall mal eine Zeit, wo Frauen unterdrückt wurden, was auch wirklich eine Scheißzeit war. Ne? Die durften kein Auto fahren, die durften nicht wählen. Also da war die Unterdrückung der Frauen wirklich alles andere als normal und menschlich. Auf keinen Fall, also da würde ich auf keinen Fall wieder zurückhaben wollen, ich bin doch nicht bescheuert. Ne? Aber heutzutage, gucke ich doch mal um, die Frauen haben Wahlrecht, die dürfen Auto fahren, die dürfen jeden Beruf ausüben, den sie wollen. Ja, die haben ihre extra Frauenparkplätze und werden auch sonst, so wie wir festgestellt haben, bevorzugt behandelt. Und ich frage mich echt, wo die unterdrückt werden. Was soll denn der Schwachsinn? Ja, da möchte ich doch gerade mal noch was einwerfen, weil das ist ein Thema, das ärgert mich immer so fuchsteufelswild manchmal. Wir müssen es mal so überlegen. Klar, wie du schon gesagt hast, Frauen wurden ja Jahrhunderte schon unterdrückt. Das muss man dazu sagen, weil früher war es ja noch so, auch aus dem Tierreich heraus natürlich, Frauen, wie du es eigentlich schon vorher gesagt hast, sind halt so, die gebären die Kinder, die muss aufgepasst werden, alles. Aber der Mann hat das Sagen. Das ist halt auch so im Tierreich ja oft so gewesen, gerade bei Affen etc. Ja, auch wir Menschen unterliegen so diesem Instinkt. Genau, das hat sich dann eben entwickelt. So, jetzt gab's, und das ist der Punkt, der mich ärgert, in den 60er, oder war es nur 60er? Ja, war glaube ich 60er, so 1967, 63, ich weiß nicht mehr. Gab's nun mal einen riesen Aufschwung in Deutschland, wo wirklich auch wirklich Frauen raus sind und an der sich wirklich ihre Rechte, aber mit friedlichen Mitteln, erkämpft haben, ja. Da ist nichts gewesen mit irgendwelchen Schlachten und Männer sind scheiße und so. Gut, da waren sicher ein paar dabei, aber das war alles auf einem sachlichen Niveau, wo man auch zu Recht gesagt hat, wir Frauen wollen jetzt wählen, wir sind doch auch nur Menschen im Endeffekt. Natürlich. So, und das ist die richtige, und das sind nicht auch, das waren ja noch diese Respekt vor, in meinen Augen zumindest wirklich, das sind dann Frauen, die auch echt Respekt verdient haben, weil die wirklich noch für ihre Integrität ordentlich aufgestanden sind. Nicht nur so, ich heiße Melody, sondern richtig auch auf der Straße sind und auch wirklich was gemacht haben. Richtig, da ging es tatsächlich darum, dass die Frauen gleichwertig behandelt werden wollten. Genau. So, jetzt wollen wir mal ein paar Jahre weiterspringen in das Jahr 2018, das ich am liebsten gar nicht mehr besuchen würde, aber ist egal. Jetzt, wie läuft das heute ab? Guck mal, Frauen haben die gleichen Rechte, gerade vor allem hauptsächlich dank diesen Bewegungen damals. Die dürfen alles machen, was ein Mann auch machen darf. Jetzt kommt aber auch noch der kleine Punkt dazu. Man merkt, dass mit diesem Sexismus-Gedöns, wenn man da anfängt mit, ey, du blöde Sexisten so, dass sich damit Vorteile verspielen lassen. Und natürlich möchte ich doch, das muss man jetzt mal kurz ein bisschen rationaler sehen. Wenn ich, zum Beispiel, nehmen wir eine Arbeitsstelle mal als Beispiel, ja, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, ich kann jetzt entweder um diese Stelle kämpfen, wird halt knapp, vielleicht kriegt es der Kollege, ich will aber unbedingt Abteilungsleiter sein. Das wäre der Weg, den ich wahrscheinlich gehen würde, weil ich dann doch, manchmal ist man einfach zu fair im Leben, aber ist egal. Und dann gibt es aber jetzt überlegt jetzt die Möglichkeit zu sagen, boah, und das ist ein blöder Segen, so mache ich halt dem das Leben kaputt, aber dafür kriege ich meine Stelle. Und so wird das heutzutage recht viel gehandhabt. Nicht immer, aber viel. Weil diese Damen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, und das steht in ganz, ganz fetten Anführungsstrichen, tatsächlich gemerkt haben, mit so einem Mist kann ich mir Vorteile erarbeiten, ja, weil die Leute mittlerweile zu faul sind auch zu, und vor allem auch Politiker dann eher zu viel Angst haben, ihren Ruf zu verlieren, dass sie ihr gutes Geld verlieren. Dass man dann sagt, okay, dann beugen wir uns lieber, oder die Firmen eben sagen, oh, nee, lieber beugen wir uns und dafür ist dann, kriegen wir wieder Geld rein. Dass man sich lieber beugt, diesen ganzen mischt und sich somit diese Vorteile im Endeffekt für nichts, für ein bisschen Geschrei erschleicht, ja. Nur weil man einfach keinen Bock hat oder wegen ein bisschen Geld oder wegen der Politik, wegen seinem Ruf, dann nicht mal einfach die Eier hat, aufzustehen und zu sagen, nee, jetzt war Schluss mit euch, ihr habt doch das gleiche Recht erlandet auch. Es gibt zwar ein paar Idioten, natürlich, die dann meinen, ich unterdrücke Frauen immer noch. Oder auch eben andersrum, wie du gesagt hast, gibt's nämlich ja auch. Tut man nur immer gerne die Scheuklappen raufsetzen, sagen, was? Nein, Frauen unterdrücken keine Männer. Aber prinzipiell, anstatt dass man dann einfach mal wirklich den Arsch hochbewegt und mal wirklich was dagegen macht, oh nee, dann lass uns lieber, ist okay, passiert. Das ist genau das gleiche wie mit den Schwarzen drüben in den USA. Die können alles, Gott sei Dank auch, muss man dazu sagen, alles machen, was sonst jeder andere auch darf. Ist ja richtig so, sind ja genauso Menschen, die haben auch Finger und atmen und was auch immer. Ich verstehe die Leute eh nie. Aber die haben die gleichen Rechte und was machen sie? Es gibt immer noch Theater.
bei der Ami, so, der ist es nur, weil er schwarz ist, und sagst immer dann der Vorteilsschiene. Um nur um das mal jetzt kurz ein bisschen breit zu treten. Ja, ja. Also, was den beruflichen Werdegang betrifft, da kann ich dir auch erklären, warum das so ist. In unserer heutigen, oder in unserer, ich bin falsch gefahren, scheiße. In unserem heutigen Gesellschaftskonstrukt, in dem wir uns befinden, zählt am meisten Geld und Macht. Und deswegen ist doch klar, dass die Frauen möglichst schnell in eine hohe Position kommen im Job, um Macht und viel Geld zu haben. Ne? Das ist nun mal ganz klare Sache. Und auch das ist Teil der Hypergamie, ne? Weil Geld und Macht bieten Sicherheit. Ne? Und wenn sie halt schon keinen Kerl finden, der das halt bietet, dann wollen sie halt natürlich beruflich. Aber was nennt man das? Richtig, ein Vorteil. Ist natürlich, ja, das ist diese Hypergamie-Ding jetzt, ne? Also für möglichst wenig Leistung so schnell wie möglich nach oben kommen, ne? Und ich muss jetzt mal kurz hier was machen. Versuche schnell zu merken, ich muss jetzt mal hier kurz was verstellen. Denn ich habe mich gerade verfahren und der zeigt dir mal, kann ich dir zeigen, wie ich schon mal, du wirst dann ja im Video sehen. Ach, Christian hat sich verfahren. Ah, ja. Ich hab doch gesagt, schalt das Navi an. Ja, es war ja an, aber ich hab jetzt die falsche Richtung eingewählt hier. Nur Tastatur. Warte, so. Jetzt muss ich es ja wie eine gute Frau machen. Ja, warum hast du das Navi nicht angeschaltet? Nicht aufgeladen. Genau, du warst schlafen, bla bla bla. So. Nee. Ich bin schon ordentlich, Frau. Ich werf dir erstmal nur vor, warum du nicht aufgeladen hast. So, und jetzt kommen wir hier mit der Maus. Oh. Genau. Warum war das? Ich sehe schon, wir kommen irgendwann gar nicht mehr nach Hause. Da kann ich auch gleich zu meiner Mutter ziehen. Das hätte genau. Ich gehe zu meiner Mutter. Genau. Sie hat mir damals schon gesagt, pass nur auf, wenn du einen LKW-Fahrer heiratest. Und hat sie recht gehabt. Ja, genau. So, jetzt stehen wir wieder richtig auf der Autobahn. Nein. Super. Genau. So, mal gucken, wie ich mache das am besten. So. Dann können wir weiterfahren, weiter am Thema bleiben. Achso, nee, Quatsch, ich muss das mal was umstellen. Ich bewege mich jetzt hier im Cockpit mit dem Kopf, da kann ich den LKW überhaupt nicht mehr lenken. Ich erinnere dich schon mal nur daran, wir waren gerade bei beruflichen und Vorteilen, das haben wir gerade abgehakt. Genau. Wie gesagt, auch das ist Thema der Hypergamie. So, zack, nee, war mal nicht so. XS, da war er. Gut, jetzt sind wir wieder am Rennen. Ja, dann denken wir, dann haben wir ja bisher erstmal alles wichtig abbekommen, weil ich in der Hinsicht sagen wollte. Mal gucken, wenn jetzt diese Tankstelle weg ist. Da kommt jetzt noch eine Maut. Ein bisschen sind wir noch mit unterwegs, weil ich jetzt hier erstmal gleich bei der Maut bin. Bei der Mautstelle gleich ankomme. Und dann müsste ich kurz danach in die nächste Tankstelle kommen. Ah ja, gut, sind wir kurz ein bisschen falsch gefahren. Ja, mei. Muss halt ein bisschen mehr zahlen. Ja, dann hat der Tag das im Grunde eigentlich alles runtergerattert, was ich loswerden wollte und Gesagt, du hattest noch ein zweites Thema. Naja, das war jetzt diese gynozentrische Denken vorhin mit dem Facebook, mit der Facebook-Geschichte. Das erste war dieses beste Freunde-Dingens gewesen, ne? Und der zweite war halt diese mit dem Gynozentrismus. Gut, wir können auch noch mal kurz drüber reden, warum ich auch die Freundschaft Plus als Schwachsinn ansehe. Ich dachte, das hast du vorher erwähnt, aber. Ja, habe ich auch gesagt, ja, aber dann fiel mir mit Facebook wieder ein, weil ich dann dachte mir, komm, ich glaube, Freundschaft Plus habe ich glaube ich schon mal angerissen, aber wir können es dann gerne noch mal ausführlicher drüber quatschen. Mal kicken, was du denn dazu sagst. Und zwar bei Freundschaft Plus, kennst du ja bestimmt, war Mann Single, Frau Single, beste Freunde und beide finden keinen Partner und. Beste Freunde haben natürlich einen ganz besonderen Stellenwert, wie wir vorhin schon sagten, die erzählen sich alles und reden über alles, unternehmen sehr viel gemeinsam. Yeah. Und letzten Endes landen sie halt auch in der Kiste, weil die wollen natürlich immer ein bisschen drucklos werden. Die Frage, die ich mir an der Stelle ist, warum fangen die dann keine Beziehung an, wenn auch der Zwischenmenschliche so perfekt läuft? Weil was passiert denn, wenn dann plötzlich einer von den beiden Kandidaten, meistens natürlich die Frau, plötzlich ihre große Liebe findet und der Mann dann plötzlich zurückstecken muss und plötzlich nichts mehr zum Bumsen hat? Ja, aber meinst du, wo was dann passiert? Dann ist die ganze Freundschaft am Arsch. Ja. Denn es wird, wie wir schon festgestellt haben, Männer verlieren sich schneller als Frauen. Und das heißt, der Mann wird sich, wenn es lange genug geht, mit der Freundschaft Plus irgendwann anfangen, sie zu lieben. Oder doch zu lieben, weil sie ihm halt die Möglichkeit zum Sex gibt. Und sie auch sich auch sonst so super verstehen und er für sich selbst in den sicheren Hafen einfahren kann. Was ja viele Männer sich wünschen, ne? Achso, du meinst, der Seefahrer darf in den Hafen. Okay. Ja, so nach dem Motto, ja. Es ist doch eine richtige Metapher, es ist doch so. Ja. Ich kann jetzt mal kurz ein Beispiel nennen, ist jetzt eigentlich eine sehr traurige Geschichte, da muss ich jetzt aber versuchen, wirklich sehr unsachlich zu bleiben, mir keinen Namen zu nennen und auch nicht sagen, wann das passiert ist, aber das ist jetzt noch nicht so lange her, um auch mal deutlich zu machen, dass Männer mit der Liebe schwerer umgehen können und wie eiskalt Frauen tatsächlich sein können und ich auch deswegen auch nicht mehr einsehe, warum man Frauen mit Samthandschuhen anfassen sollte. Und zwar folgendes.
Als ich angefangen habe, bei meinem jetzigen Bereich zu arbeiten, ihr wisst ja, ÖPNV und so weiter, ne? Gab es da halt, ich sag mal so, Kollegenpärchen, wo er halt unfassbar verliebt in die Kollegin war und die wohl auch da zusammen waren, ne? Die haben dann irgendwann bei uns, der Bude, wo ich damals war, haben die halt gekündigt, ne? Weil ihnen diese ganze Spekulation alle auf den Sack gingen, ob die nur zusammen sind oder nicht, so. Und ich weiß hundertprozentig, ich kann auch ein bisschen Körpersprache lesen, dass er aus seiner Sicht extrem verknallt gewesen ist. Und zwar richtig böse, ne? Weil die sind immer nur zusammen rausgerannt. Wenn Simon nicht da war, war er extrem schlecht gelaunt, hat kaum mit anderen Leuten gequatscht, der war übelst down gewesen. Und aus irgendwelchen Gründen, haben wir jetzt nicht so mitbekommen, was auch ganz gut war, ist es mit dem Bin schief gelaufen. Ich habe keine Ahnung, es gebe ich auch nichts an, ne? Es ist jemals schief gelaufen. Und es hat sich schnell, relativ schnell rausgestellt, dass sie, die Frau in dem Fall, mit einem anderen Arbeitskollegen von mir zusammenkam, der eigentlich ein völlig anderer Typ war, als mit der, mit dem sie vorher zusammen war. Ja, ein völlig anderer Typ. Die waren beide absolut grundverschieden. Das Einzige, was sie beide gleich hatten, ist, dass sie sich übelst stark in diese Frau verliebt hatten. Aus welchen Gründen auch immer. Also mein Typ ist sie nicht. Also zumal sie auch schon mehrfache Mutter ist. Aber das muss jeder für sich wissen. Dazu kann ich andere wieder mal nochmal alle sagen. Ich möchte es nur mal kurz anreißen. Auch wenn jetzt im Nachhinein ein bisschen gemein und fies klingt. Wenn ich gleich sage, wenn die Porte gleich kommt, wirst du mich gedacht, ein bisschen fies. Aber es ist nochmal eine harte Realität. Welcher erwachsene Mann sucht sich eine Frau, die schon mehrere Kinder bekommen hat, die nicht von ihnen ist? Das ist einfach... Das ist in meinen Augen ist falsch. Tut mir big dann hart. Finde ich falsch. Ja, und das ist auch eine Sache, wie gesagt, wenn jetzt die Pointe kommt, klingt das extrem fies und herzlos. Ja, aber es ist nun mal leider Realität. Jedenfalls hat sie dann den neuen Kollegen geheiratet und so weiter, ne? Und er wollte halt auch endlich mal geliebt werden, nach Hause kommen, Frau ist da. Und es hat sich herausgestellt, dass sie ihn nur benutzt hat, um den anderen eifersüchtig zu machen. Und dafür ist sie wirklich, ich sage jetzt mal, im Nachhinein buchstäblich über Leichen gegangen. Denn nachdem das alles irgendwie nicht mehr funktioniert hat, mit der neuen Heirat und so weiter, hat sich von ihm getrennt, nach einem relativ sehr, sehr kurzen Zeitraum, der nur wenige Wochen war. Und das hat ihn so dermaßen fertig gemacht, und das war ein Schock, den wo sie heute noch verarbeiten ist, dass er im Krankenhaus mit einem Herzinfarkt kam und letztendlich sein Herz stehen blieb und er jetzt nicht mehr da ist. Aufgrund dieser Frau, weil sie ihn verarscht hat. Der Mann war bestimmt, sag mal, 15 bis 20 Jahre alt als ich, oder? Also er hat auch wahrscheinlich schon gemerkt, dass seine Innenruhe abläuft und er endlich mal festen Boden unter den Füßen haben wollte, weil er ist Biker gewesen. Und ja, der Ganze hat ihm jetzt, so ziemlich, ja, das Leben gekostet, die ganze Sache. Weil er in den Hafen der Liebe einwandern wollte. Als bestes Beispiel dafür, dass Männer sich schneller verlieben als Frauen und dass Frauen nicht so eiskalt sind, wie sie immer darstellen. Nur weil sie so lieb sind. Ja. Und das Schlimme ist, sie hat noch einer anderen Person, also ich kann jetzt keine Namen, ich sage so nicht, und ich sende auf weitere Kinder persönliche Verbindung, hat sie auch während der Ehe, soweit mir erzählt wurde, ich habe es ja nicht selber erlebt, schon mit anderen Männern angefangen anzubandeln und hat auch einer anderen Person, die sie kennt, aber leider wohl schlecht eingeschätzt hat, wohl eindeutige Bilder geschickt. Eindeutige Bilder. Ja. Das stimmt, das ist ja auch ein Trend mittlerweile. Und, und der Schuss ging zumindest für sie in der Hinsicht, da ging es aber nicht, und die auf einmal kann ich so viel versichern, der Schuss ging für sie glücklicherweise ganz böse nach hinten los. Ah, okay. Da hat sie doch ein bisschen Strafe für gekriegt. Und da bin ich auch ganz froh drüber. Wenn die Gespräche vorbei sind und wir wieder unter uns sind, dann kann ich dir den nochmal erklären, was ich meine. Okay. Das ist jetzt eine Sache, wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit erzähle, dann wird das sehr persönlich, muss nicht sein, ich würde hier sachlich behandeln. Ich hatte jetzt nur erzählt, einfach um zu zeigen, dass erstens Frauen nicht so unschuldig sind, wie sie immer tun. Und zweitens, der für mich beste klare Beweis ist, dass Männer wirklich anders lieben als Frauen. Männer verlieben sich tatsächlich viel schneller als Frauen. Und das führt uns jetzt wieder zurück zur Freundschaft Plus. Wie ihr sagt, wenn Männer mit einer Frau Sex haben, diese in den besten Freundes-Dings da reinpacken und dann irgendwann mit ihr rumzuvögeln und sie irgendwann abhauen, irgendwann fangen die Männer an, wie gesagt, sich da heimisch zu fühlen. Ja, die kommen nach Hause, haben eine Frau, mit der sie auch alles reden können, die sie sich anvertrauen können, mit denen sie Sex haben können. Das ist genau das, was man sucht. Wenn ihm eine Frau das gibt, dann verliebt er sich. Da kann er machen, was er will. Und jeder andere, der was anderes behauptet, ist in meinen Augen ein Leugner, der seine eigene Natur leugnet. Da bin ich knallhart. Und deshalb kommt für mich Freundschaft Plus nicht in Frage, weil ich absolut weiß, dass die Frau nichts von mir will.
Und deswegen hört auch für mich, wie gesagt, diese beste Freundschaftssingen auf. Ich bin für mich, sag ich jetzt selber, im Freundeskreis bei den Frauen nichts weiter als ein guter Freund, mit dem man ab und zu mal was essen, was trinken geht. Ich bin kein Date-Ersatz und ich möchte auch kein Ersatz sein für Frauen, wenn es mal vom Anker keine Aufmerksamkeit bekommen. Denn ich habe auch noch eine gewisse Ehre und einen gewissen Stolz im Leib. Und das ist das Letzte vielleicht, weil ich noch verteidigen möchte, weil ich schon so viele Körbe kriege, was mir zu real ist. Aber das möchte ich mir nicht mehr leben lassen. Und sobald man ohnehin einer Frau sagt, dass er was von ihr will, hat sie Macht über ihn. Denn jetzt weiß sie, dass sie... Ja, dass es ihre Entscheidung an ihr liegt, ob sie nur ja sagt oder nee. Wie du vorhin schon sagtest, die hält sich die Kerle dann quasi warm, bis kein vernünftiger mal kommt. Wie du vorhin schon sagtest, der Typ rennt ihr lange hinterher, wartet auf seine Chance, sie kriegt ihren Traumtyp nicht, also nimmt sie den, der noch übrig bleibt. Und der ist noch so doof und macht das auch noch. Ja. Wo, okay. Da schließt sich der Kreis wieder, also ist jetzt zumindest meine Ansicht dazu. Gut, ich sag einfach mal noch was zum Freundschaft Plus, wenn du soweit fertig bist. Ja, ich hab erstmal alles gesagt, Denn ich will es mal ein bisschen so ausholen, und zwar Freundschaft Plus. Also ich meine, ich sage erstmal ganz grundlegend vorweg als Statement, es ist natürlich absoluter Schwachsinn. Das wird nie gut gehen können. Das hat auch ganz einfache Gründe. Und zwar zum einen müssen wir jetzt mal Folgendes überlegen. Und zwar, gerade wie du sagst, dadurch, dass Männer sich leichter verlieben, sag ich mal jetzt in Liebenform, ist es so, dieses Heimische, was du angesprochen hast, ist natürlich logisch. Weil der Mann, der kommt heim, dann kommt die Frau und da wird ja auch da schon, werden ja auch gewisse Glückshormone und alles ausgeschüttet und das kommt jeden Tag, wie zum Beispiel bei mir mit dem Rauchen. Ja, wenn ich mein Nikotin da hole, dann schüttet mein Körper ja auch irgendwelche, gut, jetzt nicht direkt Glückshormone wie jetzt bei Sex oder sowas, aber er freut sich halt auch. Und diese Hormone werden ausgeschüttet und gut ist. Bloß was passiert eben, wenn du das dann zum Beispiel jetzt mir die Zigaretten wegnimmst? Ja, genau, sieht's aus. Körper zum Beispiel weg. Und so ist es bei dem Typen da mit Sex. So, dann haben wir das erste Problem. Ja, ich nenne es emotionale Erpressung. Genau. Damit ist der jetzt ja schon mal komplett, entweder ist er fertig oder er macht Theater oder stalkt oder da gibt es ja viele Varianten, hat man ja alles schon gelesen und gehört und sonst was. Das ist das erste Problem. Damit zerbricht das Ganze. Damit hast du im Endeffekt... Nur weil zwei Leute, und das sind aber beide dran schuld, aber ich meine, zu einem Part gehören immer zwei Seiten. Das ist halt so. Nur weil da jemand meint hat, ja, ich habe jetzt gemacht, ach komm, wir bumsen nur, aber Beziehung und so, ja, nee, besser nicht, obwohl es ja indirekt eine war. Natürlich war es eine, sicherlich. Ich sage indirekt halt ja, mal. Ja, klar. Machst du erstmal das Leben von zwei Leuten entweder zur Hölle oder kaputt oder von einer Person auf jeden Fall eine Person. Sicher, eine Person leidet immer drunter. Da kann man ihnen ja sagen, was er will. Es ist nun mal wieder so. Eine Person landet immer im Dreck. Das, aber da muss man auch sagen, da ist man dann selber schuld, wenn man nicht einfach mal ein bisschen weiter denkt, wenn man nur erstmal sieht, oh, Bumpfen. Aber gut. Naja, stellen wir uns doch mal jetzt mal eine ganz kleine harte Frage, wenn ich jetzt schon jetzt unterbreche, aber das ist jetzt für mich gerade die nächste Frage, weil wir kommen ja an die Tankstelle an, da würde ich dann wieder unterbrechen, weil wir sind jetzt doch schon weiter erfahren als geplant. Dann würde ich lieber nur kurz noch schnell mein Zeug zu Ende bringen, gleich. Na gut, okay, dann mach. Ich sag dazu gleich noch was. Ja, ich versuch's jetzt ganz schnell runter zu klappen. Also, und das andere ist jetzt einfach nur, wenn man sich's mal so überlegt. Du, besser gesagt, das ist das gleiche wie mit den besten Freunden. Du ordnest dich indirekt auch wieder unter. Die Frau weiß, okay, der will einfach bloß bei mir zwischen die Beine. Ich meine, sonst wird ein Mann das wohl im Normalfall nicht machen, gehe ich von aus. Ja, sicherlich ist das immer so, natürlich. Weil du hast keinerlei Vorteile daraus. Außer, klar, wenn du heiratest, dann ist eine andere Sache, dann bist du eh tot, aber ist egal. Und damit weiß auch die Frau, okay, ich habe den im Griff, den Kerl. Der kauft doch mal, der zahlt und so weiter. Und der Typ ist natürlich aber so verblendet von seinem Liebeshöhle. Jetzt hab ich's. Da ist einfach Hopfen und Malz verloren, weißt. Es gibt halt nun mal mittlerweile, wird leider dieses Gedanken, ich selber sag zum Beispiel, bei mir gibt's erstmal grundsätzlich eigentlich keinen Sex außerhalb einer Beziehung, Punkt. Richtig. Das gibt's nicht mehr. Also zumindest nicht, wenn man wirklich auf der Beziehung aus ist. Ne? Es gibt auch Leute, wie gesagt, viele Männer, die jetzt zwischen einen Weg gehen, die wollen zwar nicht auf Sex verzichten, weil die leugnen ihre Natur nicht, aber die holen sich die halt auf eine andere Art und Weise. Und zwar, dann gehen sie dafür bezahlen. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, entweder hast du eine Hand oder du hast einen Fuffi, das reicht. Richtig, genau. Aber dann bitte immer vom TÜV geprüfte Puffs, meine Freunde. Also, natürlich. Ja, aber wir sind doch keine Krankheitstoten. Ja, nee, also um es einfach kurz jetzt zusammenzufassen, sozusagen einfach, es ist einfach so, ich verstehe einfach nicht, mittlerweile haben wir einfach einen Haufen zusammen, der lieber bumsen geht und sich den Schädel rausbumst und ich weiß nicht, Orgien macht und ich weiß nicht, was da für kranke Sachen auch alles gibt, will ich auch gar nicht wissen.
anstatt dass man sich mal Gedanken macht, zum Beispiel, und das ganz direkt, wenn ich im Alter zum Beispiel, ich hock da mit 70 da irgendwo rum auf der Bank, da ist doch schön, wenn ich noch jemanden hab, und ich meine wirklich jemanden hab, da weiß ich, okay, da kannst du deine Rente genießen und fertig. Anstatt jetzt, also gut, da können viele andere Faktoren dazu, aber nur mal prinzipiell, als wenn ich jetzt bis in die, ich weiß nicht was, immer nur rummach, aber bloß keine Beziehung, und dann bin ich irgendwann alter Knattel und keiner will was mehr von mir. Ja. So, aber daran denken die Leute ja nicht mehr, denen ist nur wichtig, Hauptsache, und dann Ja. ist gut. Ja. Aber das ist nur schnell Ja, zusammengefasst. ja. Das. Aber naja, ich sag mal so, auch alte Leute, die jetzt schon, weiß ich nicht, sag mal jetzt jahrzehntelang zusammen sind, auch da sind letztendlich nur vielleicht die wenigsten, die vielleicht aus der Zeit kommen, wo sie sagen, die sind im Alter noch glücklich. Eine andere Seite dieser Realität sieht halt einfach aus, dass man im hohen Alter sich aufgrund dieser langen Beziehung, die man gehabt hat und durchgemacht hat, letzten Endes auch nur noch anschweigt und sich ja nicht mehr zu sagen hat, wenn man alt ist. Das ist natürlich auch das ganze Ding, Das. ne? Und das ist auch wieder so eine Sache, die viele vergessen, ne? Und was ich erst sagen wollte, bevor wir jetzt die Video hier beenden, warum Männer halt diesen Sex wollen, ist doch eigentlich ganz logisch. Männer sind Macher. Ne? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen das nicht Klar. sind. Es gibt ja nur Frauen, die auch aktiv sind und Dinge be bewegen, ins Rollen und Bewegen bringen. Das streite ich nicht ab. Aber statistisch gesehen sind Männer Macher. Die sind einfach die rationalen Wesen. Fast nahezu alles ist von Männern erbaut worden. Genau, in unserer heutigen Zeit sieht das halt so aus, durch die ganze Geldgeier und so weiter, dass man sich von morgens abends den Arsch aufreißt, ja, um Geld zu verdienen, um genug zu verdienen, um seine Familie zu versorgen, ne, für die er dann nach Hause kommt und dann letzten Endes wahrscheinlich durch seinen starken Sexualtrieb diese emotionale Erpressung bekommt und sagt, und die Frau sagt, nö, heute nicht, keine Kopfschmerzen oder gerade meine Tage, was auch immer. Gut, okay, mit der Tage ist ja klar, dann sollte man lieber nicht machen, ist dann doch ein bisschen eklig, wenn Leute dann doch machen, weil Ach, so, mutiger man muss doch schon mal ein Seefahrer bisschen verzichten können, ne? sticht. Ach, du weißt Aber, doch, mutiger Seefahrer sticht auch ins ja, Rote natürlich, der Meer. Spruch durfte nicht fehlen, wa? Und jedenfalls, mal abgesehen davon, kommt er an und dann kommt so ein Spruch wie, sagt er die Frau, nee, heute nicht, wie gesagt, Kopfschmerzen, ich will jetzt nicht, bla bla bla. Und wenn der Mann dann sein Jugendrecht einfordert, aufgrund seiner Leistung, die er für die Familie bringt, ne, und sagt, und er sagt, oh, ich will jetzt Sex vom Krieg hier nicht und so, oder, dann ist er wieder der Böse, weil er die Frau ja quasi dazu nötigt. Ne? Und da kommt auch wieder dieser weiße Ritter durch, der sich der Frau letztendlich dann doch wieder unterordnet und lieber darauf verzichtet, alles eine Runde zu vögeln, nur in dem Wissen, dass er irgendwann mal wieder ran kann. Und auch das ist eine Tatsache, die viele gar nicht sich trauen auszusprechen. Ne? Ne, aber Also, es ist so. und wie gesagt, wenn man, und wir kennen die Berufslage, ne? Jeder von uns kennt es, von morgen bis abends ackernäht, in 12-Stunden-Schichten, gut, dann haben die meisten sowieso Oh. keinen Bock mehr zu vögeln. Aber lass dann mal ein paar Tage frei haben und dann will er aktiv werden, ausgeruht sein und die kriegen wieder Bock auf Sex und sagt die Frau, nö, sie hat keine Lust. Das ist doch klar, dass der Mann das Gefühl bekommt, wenn er sich schon so den Arsch aufreißt, um dieser Frau das Gefühl von Sicherheit zu geben, damit sie bei ihm bleibt, dass er auch sein Recht einfordert, sie abreagieren zu dürfen. Und das hat nichts mit sexueller Nötigung zu tun oder Unterdrückung, sondern es ist sein Recht, für die Leistung, auch die Leistung einzufordern, die er durch seine Leistung verdient hat. Ne? Und wie gesagt, da sind auch viele Kerle, die halt sich nicht trauen zu sagen, ich möchte jetzt endlich mal meine Nummer haben. Ja, Ja. oder auch, dass sie auch mal andersrum sagen, oder die Männer auch vielleicht auch manchmal sagen, nee, deine Muschi ist nicht das Heiligste, du bist nicht die Königin aller Welten, ich hab auch keinen Bock zu vögeln. Das gibt's ja auch, ne? Manchmal vorne ist, dass der Mann dann auch halt mal sagt, nö, ich will jetzt nicht. Ne? Oh, das Also. wäre ich vor 10 Jahren. Ja, Vielleicht heute wie noch. gesagt, auch da bist du letztendlich auch wieder der Böse, weil du wieder Schwäche zeigst und bla, du stehst deinen Mann nicht, bist wieder der Schuldige, ne? Und das sind halt alle so Sachen, die traut sich heutzutage keiner mehr auszusprechen. Und ich hab gesagt, ich mach diese Scheiße nicht mehr mit. Da Ne? ganz kurz etwas eingeworfen, nur ganz schnell. Ja, klar. Eine kleine Anekdote von vor etwa 10 Jahren, wo ich mit meiner einen Ex da damals zusammen war, die Geschichte habe ich da mal erzählt. Ja, weiß ich nämlich auch noch, weil ich bin nun mal einfach ja nicht der sexuell Aktivste, mich juckt das einfach nicht. Hm. 5 Minuten, ja, meine Güte, wer braucht's? Ja. Auf jeden Fall. Und da war die interessante Sache, immer, das stört mir auch nicht mittlerweile, kann ich recht offen sagen. Und es war ja so, das war ja diese Ex-Freundin, die ja dann gemeint hat, da ein halbes Jahr mit meinem damals ehemals besten Kumpel ja rumzumachen in meinem eigenen Bett. Ja, so sind sie halt, die Ja, natürlich. Aber auch Weiber. Und andersrum genauso, ne? warum hat sie das manchmal gemacht? Und ich kann dir genau, ich weiß, wie es angefangen hat. Und das ist auch recht simpel zusammenzurechnen. Die wollte immer, ich wollte aber nicht. Und das Problem ist, und
Das hat sie nämlich ein bisschen gefuchst und das hat sie auch nie verstanden. Ich glaube, bis heute rafft die das nicht. Wenn du, ich sag mal, rummachst, obwohl du wirklich, du willst nicht, also wirklich, du willst richtig nicht. Das ist wie wenn man mir jetzt, sagen wir mal, Erbsen hinlegt, weißt? Und dann will und hier und da, und dann machst du eine halbe Stunde bis platt und denkst dir einfach nur, boah, ich will hier raus. Ja, genau, und was ist Das das hat Wort, ihr das irgendwann nicht genau? mehr, ja, und das hat ihr halt nicht mehr gefallen. Und Ja. das hat jetzt einfach nur gerade zu der Thematik jetzt gerade einfach so gut gepasst, dachte Ja, mir, es ich. ist ja auch so, natürlich. Dann hat er einfach den nächsten Beta-Versorger gesucht, der Ja. ihre Gefühle befriedigt. Ja, logisch, der hat das dann schön gemacht und ich war halt so ein bisschen so der Depp. Ach ja, komm, wir Natürlich, mal das war hier für hin. BDB eine Win-Win-Situation war. Sie kam dann zu Hause, hat hier mit dir über alles gequatscht, aber wo, du wolltest halt nicht. Ne? Man muss auch erstmal nicht immer wollen. Ne? Wir können ja sagen, dass es das ist, aber sag mal, Männer sind im Grunde eigentlich von Natur aus normal, bis auf wenige Ausnahmen, die sexuell aktiveren Parts. Ne? Und wie Ja. gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, können die Frauen mich hassen, wie sie wollen. Ja? Wenn Männer sich den Arsch aufreißen, um ihrer Familie den Schutz zu bieten, den sie halt durch den Status Geld bekommen, dann hat er auch das Recht, es einzufordern, seine Sexualität ausleben zu dürfen, weil sie ist immer Bestandteil seiner Natur. Ja, also Ja, eigentlich schon. richtig, ne? Und deswegen Aber. mag da keine Ausnahme mehr. Also ich mache jetzt, wie gesagt, ich mache jetzt Spiel nicht mehr mit. Hab ich auch gesagt, ich werde das Spiel nicht mehr mitmachen. Ich werde jetzt auch keine Frau mehr in mein Leben lassen. Ich habe drauf keinen Bock mehr. Ne? Wie gesagt, ich bin Oh. momentan wirklich auf dem Weg hier, mich selbst zu finden. Ich habe, wie du gerade mitkriegst, was ich ja so sage, ich heiße, ich habe über mich selber nachgedacht. Ne? Ich habe daraus meine Meinung geformt. Ich bin selbstsicherer geworden. Ich weiß über mich selber besser Bescheid. Das heißt, mein Selbstwertgefühl ist gestiegen. Und dann lasse ich mir mit Sicherheit nicht mehr irgendwann kaputt machen, wenn eine Frau kommt und sagt: Ja, Schatz, heute nicht, aber hast du nicht gesehen, während ich da draußen doch schon arbeiten hier. Das tut mir nicht Ja, an. das musst du Ja, dir auch nicht geben, weil das ist und schon klar. gar nicht in einer Zeit, wo ihm erzählt wird, dass die Frauen selber Geld verdienen können. Na, wo ist dann bitte schon meine Aufgabe als Mann, denn die Frau zu versorgen, wenn sie quasi auch selber kann? Dann bin ich doch erstmal total überflüssig. Ja, Dann kann sie theoretisch sich halt auch schon. einen Korb suchen, der für sie sich ihre sexuellen Befriedigung holen kann. Weißt du, da kann sie genauso dafür bezahlen, wie die Männer auch. Aber, Machen, ne? alt Richard, immer nicht vergessen und bitte aber nur bei TÜV-geprüften Ja, natürlich, ja, Körpersignalen. sicherlich. Es ist natürlich Voraussetzung, dass im Sinne Prostitution auf jeden Fall beide Parteien es freiwillig wollen. Also wirklich freiwillig, ne? Nein, Ich ich meine vom spreche. TÜV-geprüft. Ach so, ja. Hallo? Weißt du, wenn du schon deine Zuschauer das sehen, dann sollen sie auch bitte dann zu ordentlichen Institutionen der Liebeslust gehen und nicht zu irgend so einem abgefuckten Ding da, wo sie sich sehr krank Ja, halten also können. Bahnhof Zoo würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, oder? Verantwortung gegenüber dem Zuschauer, das Ja, natürlich, ja, weißt sicherlich. Ne? Das ist ja wohl klar, dass man dazu sagen muss, dass das natürlich auf freiwilliger Basis passieren muss. Das ist ja ganz klar. Ne? Hä? Also, Also, ja gut, ja, wie gesagt, eigentlich. also, da lasse ich mir jetzt Klar. auch nicht mehr eindrehen. So, wir stehen jetzt schon seit mindestens 5 Minuten an der Tankstelle und wollen jetzt das Video zu Ende bringen. Aber du siehst, dieser Sprichstoff zu diesem Thema nimmt kein Ende. Ne? Es geht immer Der noch weiter. Tankwart, du, der Tankwart klopft schon am Fenster. Naja, ich habe eh schon voll getankt, bezahlt das auch schon fast. Gut, ich habe das jetzt auch schon abgespeichert. Ich werde jetzt auch nicht losfahren, weil, wenn ich im nächsten Video losfahre an der Stelle hier, brauche ich nicht mehr bezahlen. Habe ich jetzt für den Sprit gespart. Ich bin auch ein Schmarotzer. Boah, So. Menschen wie er kommen hier rein, klauen unseren Sprit und hauen nach Mexiko ab. Wir Ja, bauen jetzt eine natürlich. Mauer. Und dann fahren wir City Twister und killen ein paar Vampire. Ach nee, das war eine andere Geschichte. Ja, warte, eine falsche Geschichte, Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles abgekappert. Ich bin jetzt auf die Kommentare gespannt, die da kommen werden, die auf die Hass erfüllten, gerade von Seiten der Frauen. Wie kann ich als Mann nur sowas sagen, nicht wahr? Ich werde jetzt auf jeden Fall der Frauenhasser sein, weil ich ja Frauen hasse und bla bla bla. Das ist jetzt natürlich die nächste logische Konsequenz, die aus dem Denken heraus entsteht. Aber ich kann euch beruhigen, liebe Frauen, ich bin kein Frauenhasser. Ja, das wird nicht passieren. Ich mache nur eure dämlichen Spielchen nicht mehr mit, ne? Also leck mich am Arsch, ist nicht mehr. Er Ansonsten. rechtfertigt sich für etwas, wo ihm doch ihrem Arsch vorbeigeht. Ey, Ja, ich hab natürlich, abgehört. ich meine, Entschuldigung. du wolltest nur mal gesagt haben, ne, einfach mal zu untermauern, dass ich es ernst meine. Ne? Das ist keine Rechtfertigung, sondern einfach nur zeigen, dass ich es wirklich ernst meine. Und deswegen würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, danke, dass du mit dabei gewesen bist. Das Gespräch hat sehr viel Spaß gemacht, Ich danke dir definitiv. auch herzlich. Das war jetzt ein wirklich sehr, ich sag mal, sehr inspirierendes Gespräch. Also es hat mir auch sehr Spaß gemacht und es war mal schön, so ein bisschen auf sich mal selber wieder ein bisschen was Rauszukommen. zu erzählen Ist und auch mal eine schon. andere, ja, eine andere Meinung auch mal zu hören zu gerade aus solchen Themen, weil Na, das ist ich immer. sag mal so, in 4 Punkten haben wir uns ja quasi entweder gleich verstanden und haben gesagt, das stimmt, oder du warst schon instinktiv auf dem richtigen Weg. Na, also von daher, hat Ja, wunderbar also funktioniert.
gut, das hat super geklappt. Man konnte seine Punkte rausbringen und das ist das richtig. Wichtigste in so einer. Und letztendlich sind wir ja doch auf deiner, ich sag's mal, instinktiven Art doch auf den Dächtner gekommen, ne? Von daher, also zumindest meiner Meinung nach, ne? Und, ja, ich hab dir einfach bloß aus dem Bauch heraus erzählt. Also, ja, natürlich. Das ist der Beste, mich damit nicht aus. Ja, das ist der Beste, was man machen kann. Das ist der reine Instinkt, ne? Und du hast ja gesehen, wir haben immer wieder sind immer wieder auf den gleichen Weg gekommen. Von daher musst du mal dran sein, nicht wahr? Also, ja, das ist doch, du hast mich doch gerade schon wieder bestätigt. Du hast doch gerade gesagt, dass es so ein bisschen befreiend war. Natürlich ist es befreiend, wenn man die Ketten sprengt und mal ein bisschen sich in der Realität umschaut. Ne? Also ja, und übrigens, okay, also wann ziehe ich morgen ein? Also so weit sind wir noch nicht, ja. Also, ach, noch meine, nicht? Bei der 33 Quadratmeter Bude, lass mal, also so schnell lass ich bei mir keine Frau ach, oder was auch immer in die Bude einziehen, ja, weil es ist der letzte Rückzugsort, den ich als Mann habe. Ja, also auch jeder Mensch braucht seinen Freiraum und deswegen ist ein Zustand zusammenziehen für mich, kommt für mich nicht in Frage. Solange wie ich keinen Raum habe, wo ich mich zurückziehen kann, um über mich nachzudenken, kommt hier keine andere Person in meine Bude und wohnt hier, das kannst du vergessen. Ach, keine Sorge, wir bauen dir die Toilette um. Ja, genau, wie bei Al-Bandi, war. Machen wir alles rosa, wenn Plüsch war. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier, aber jetzt ist mal wirklich, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, worüber ich im nächsten Video spreche. Wahrscheinlich wird es mal wieder Zeit, dass ich mal ein bisschen Bullshit laber und ein bisschen Dünnpfiff, ne? Und wie immer hat mein Gast das letzte Wort und ich sage, ich bedanke mich für Zuhören und für Zuschauen und im nächsten Video fahren wir dann Köln an und sackt dann die nächste Knete ein. Und du darfst jetzt das letzte Wort haben. Ich sage wie immer, macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich dann das Recht ansetze, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Ja, also hat mir auf jeden Fall nochmal gefallen. Nochmal Dankeschön an Christian und auch danke fürs Zuschauen im Fall der Fälle. Und ja, deswegen lasst ihm ein Like da und Subscribe und Pfaff und 5 Sterne und ich weiß nicht, was da schon alles gab. Und dann, ja, macht's gut, euer Status 33.